Herzlich willkommen zum Short Review Podcast mit Sascha. Beim letzten Mal ging es um die Schattenseiten des Sammelns und jetzt drehe ich das einfach mal um. Was sind denn die Sonnenseiten des Sammelns? Als erstes muss ich sagen, ich glaube, dass die negativen Gedanken und Argumente, sag ich mal, die sich bei den Schattenseiten sammeln, werden immer mehr sein als beim Positiven, den Sonnenseiten. Aber die Sonnenseiten sollten gewichtiger sein, sollten mehr Substanz haben und eben halt das ausmachen, was einen Sammler am Herzen erfreut. Übrigens, der letzte Podcast über die Schattenseiten des Sammelns, den verlinke ich in der Infocard. Ansonsten rede ich jetzt einfach mal spontan über die Sonnenseiten. Was sind für mich die Sonnenseiten des Sammelns? Ich glaube, es sind einfach die Dinge, die einen erfreuen, wenn man seine Sammlung anschaut oder wenn man besondere Highlights überhaupt in den Händen hält, sie anschaut. Klar, es gibt da mehrere Kategorien wie Verbindung zur Kindheit oder Verbindung überhaupt mit schönen Ereignissen oder mit Highlights, die das Sammelgebiet ausmachen. Nehmen wir als Beispiel, wie es bei mir ist. Ich habe unterschiedliche Sammelgebiete, von Transformers über Battle Beast, One Piece Figuren, Mangas, Bücher und Comics. Ich bin mit vielen Dingen aufgewachsen, sei es nur mit Tim und Struppi, mit den ganzen Hasen-Comics. Und so gibt es überall Highlights zu finden, die mich immer wieder erfreuen. Für mich sind Sonnenseiten die Dinge, die mich begeistern können, die mir ein positives Gefühl bringen, die mir schöne Erinnerungen zurückrufen. Und das können unterschiedliche Dinge sein. Ich freue mich über Erfahrungen, die ich gemacht habe. So durfte ich zum Beispiel den Autor Flix interviewen. Der hat das Spirou-Comic Spirou in Berlin gezeichnet. Ein deutscher Autor hatte diese Ehre, dieses Comic zu zeichnen. Ich habe ihn getroffen und er hat mir eine persönliche Widmung und Zeichnung ins Comic gemalt. Sowas erinnere ich. Sowas ist was Positives. Andererseits sind es aber auch manchmal Kleinigkeiten. Und ich glaube, da ist man noch nicht mal Sammler. Es sind Erinnerungsstücke, die dann gesammelt in den Vitrinen, also im Wohnzimmer, im Arbeitszimmer, im Sammlungszimmer oder so stehen. Ich habe zum Beispiel eine alte Porzellanvogelfigur. Die ist von meiner Oma, die mittlerweile auch verstorben ist. Die habe ich seit ich 3, 4 war. Die hat mich so begeistert, dass meine Oma sie mir geschenkt hat. Damit verbinde ich was. Das ist etwas Festzuhaltenes. Und ich werde mich mein Leben lang, bis ich ja auch nicht mehr da bin, erinnern, was mir dieses eine Stück, dieser Porzellanvogel bedeutet. Er ist eine Verbindung zu meiner Oma. Und ähnlich ist es auch sicherlich mit Sammlungsstücken. Wenn ich zum Beispiel meine Captain Future Komet anschaue, gut, die habe ich nicht aus meiner Kindheit mehr, aber ich hatte sie in meiner Kindheit. Oder meine Future-Mannschaft habe ich in OVP schön im Sammlerschutzhülle gepackt. Und die erinnert mich an meine Kindheit. Ich weiß, ich habe dieses Set für ganze 3 Mark auf einem Flohmarkt in den 80er Jahren wohlgemerkt gekauft. 3 Mark, das ist unvorstellbar. Heute geht es in dem Zustand über 300 Euro über den Ladentisch. Das ist kein Vergleich mehr. Aber das hat damit auch nichts zu tun mit den Werten. Für mich ist das ja auch dieses Emotionale. Ich liebe Captain Future, ich bin damit aufgewachsen. Ich habe die Cartoons gesuchtet und man hat damals ja anders gehabt. Ich bin in den 80er Jahren aufgewachsen. Ich bin mit einem Schwarz-Weiß-Fernseher aufgewachsen, was auch kaum noch welche wissen, dass es sowas überhaupt mal gab. Dann sind dort im Fernsehen nicht so viele Cartoons gelaufen wie heute. Damals gab es teilweise einmal die Woche, vielleicht am Samstag ein Cartoon. Dann auch nur auf 2 Sendern, ARD und ZDF. Oftmals gab es Cartoons nur im Ferienprogramm. Captain Future wurde vielleicht einmal im Jahr gezeigt. Mit Glück, vielleicht alle 2 Jahre. Das am Anfang war es nicht so oft. Und das hat man dann gesuchtet. Ich habe das mit dem Kassettenrekorder aufgenommen, damit ich das als Hörspiel nochmal hören konnte, weil es gab keine Wiederholung. Es wurde einmal gesendet und das war's. Und so hat man eben halt die Dinge festgehalten. Das heißt, man verbindet damit etwas. Und man hat natürlich dann auch diese Spielzeuge aus den 80er Jahren ganz anders wertgeschätzt als heute als Erwachsener. Auch damals habe ich sie geschätzt. Gut, ich habe die auch auseinandergenommen, die ein paar, und weil ich damit gespielt habe. Und ich glaube, das sind natürlich Sonnenseiten des Sammelns, dass man diese Verbindungen hat, dass man sich begeistert dafür. Da gibt es eben halt besondere, wie ich sagte, mit dem Comic, das signiert ist. Man hat Treffen, man verbindet damit ein Ereignis, man verbindet die Kindheit damit. Und eine Sonnenseite ist auch, wenn man sich einfach seine Sammlung, wenn sie einem dekoriert vielleicht, ins Auge fällt, wenn man sich sie anschauen kann und einfach ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Das kann manchmal ein negatives Gefühl, was durch Arbeit, durch die Weltumstände oder sonst was entstanden ist, wieder aufwerten. Man kann positiv dem Ganzen gegenüber gucken. Man verfreut sich für die Sammlung. Die Sonnenseiten sind auch, wenn man auch darüber reden kann, wenn man begeisterte Freunde, Sammlerkollegen hat, mit denen man über sein Lieblingsthema reden kann. Das Sammeln von bestimmten Toys,
von Büchern, egal welches Themengebiet. Mag es Star Wars sein, mag es Transformers sein, mag es Masters of the Universe sein. Das Austauschen, das Gemeinsame, das sind die Sonnenseiten auch, dass man eine Gemeinschaft hat. Und das ist auch das, was mir aufgefallen ist. Ich habe mehrere Gruppen, sei es nur bei Facebook oder auch im WhatsApp-Forum, wo ich mit wirklich coolen Menschen, die ähnliche Interessen haben, zusammentreffe. Und da ist eine Gemeinschaft entstanden. Und das ist wirklich etwas, was ich als Sonnenseite sagen möchte. Ich habe Menschen kennengelernt, die ich sonst nicht kennenlernen würde. Ich habe Freundschaften geschlossen, mit denen man nicht nur über die Toys redet, sondern auch über Gott und die Welt, wie man so sagt. Aber es hat ist eine Gemeinschaft entstanden. Das sind auch Punkte. Man zeigt diese Sachen stolz und ich glaube, es erfreut jeden, wenn einmal man sagt, guck mal, ich habe dieses Stück in meiner Sammlung aufgenommen und zeigt sie jemand, der das vielleicht nicht sammelt, aber sagt, oh, ich habe damit auch eine Kindheitsverbindung. Mensch, das habe ich auch mal gehört. Zum Beispiel diese 3-Fragezeichen-Kassette aus den 80er Jahren, Nummer 7, hat mich so begeistert damals als Kind. Mensch, toll, dass ich sie bei dir sehe. Vielleicht hört man sie danach. Vielleicht entsteht dadurch auch ein neuer Sammler. Ich finde, das ist auch etwas Positives, etwas Sonniges. Es sind eben halt so die schönen Dinge. Und manchmal bewegt ja auch eben halt das Sammeln etwas. Nicht nur, dass man vielleicht sich mit beschäftigt, mit gewissen Themen. Bei mir hat es ja auch zusätzlich dazu geführt, dass ich so jetzt über diesen Podcast mit euch rede, dass ich Videos mache, speziell zu diesen Themen, weil mir es einfach auch Spaß macht. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man auch etwas hat, was einem Spaß macht. Klar, es sollte kein Ersatz sein. Und das haben wir in den Schattenseiten besprochen, dass es eben halt auch ein Ausgleich ist. Aber die Sonnenseiten sind eben halt auch, dass es ein positives Gefühl gibt. Und ich glaube, wir alle brauchen etwas als Ausgleich für uns. Der eine mag an seinem Auto basteln, der andere mag malen, mag kreativ sein und einer sammelt ganz gerne. Er freut sich zu einem Thema, egal was es ist, von gewisse Bücher, gewisse Spiele, gewisse Actionfiguren. Das Sammelgebiet ist so weit, das können auch Kronkorken sein, das können Eisenbahnen sein. Hauptsache, man kann sich in diesem Hobby auch mal verlieren und abschalten. Ich glaube, das ist etwas Schönes. Und wer weiß, manchmal kommen auch Interessengebiete dadurch zustande. Man fängt an vielleicht zu reisen, weil man auf die Spuren der entsprechenden Sache gehen möchte. All das kann Sammeln bewegen. Und mir fällt mir jetzt spontan auch nicht ein, weil es ist wirklich ein spontaner Podcast. Und das Ganze nochmal zusammengefasst. Ich finde, Sonnenseiten des Sammelns sind die positiven Eigenschaften. Dass man sich erfreut, was zu sehen, was in der Sammlung ist. Dass man sich begeistert, wenn man etwas bekommen hat. Dass man etwas wertschätzt. Dass man vielleicht auch neue Freunde gewonnen hat. Dass man eine Gemeinschaft gefunden hat. Dass man vielleicht auch daraus etwas macht. Sei es nun, dass man vielleicht auf eine Reise geht, weil die Figur hat vielleicht eine Beziehung zu Schottland, weil man jetzt einen Braveheart-Film gesammelt hat. Man kann ja auch Filme sammeln und sagt, ich gehe mal auf die Spuren, wo die Drehorte waren. Reise dadurch durch die Gegend. Man kann sagen, ich reise auch von einer Convention zur Convention. Ich treffe die Stars, die Künstler. All das ist ja auch etwas Bewegendes. Und das ist etwas Positives. Und das kann das Leben schöner machen. Eine Sonnenseite. Ablenken von der Wirklichkeit. Man darf nie den Bezug zur Wirklichkeit verlieren. Das ist etwas völlig anderes. Aber ich glaube, wir alle brauchen positive Gefühle. Und das Sammeln kann ein Teil dazu sein. Das war jetzt ein kurzer Podcast. Ich habe ganz spontan alles, was mir jetzt durch den Kopf ging, einfach zu den Sonnenseiten des Sammelns hier zusammengetragen. Sicherlich mag es noch viele weitere Dinge geben, aber damit will ich es mal belassen. Wenn euch das gefallen hat, ich freue mich über ein Like, ein Abo und kommentiert. Schreibt mir eure Meinung. Wie denkt ihr über das, was ich gesagt habe? Und wir hören uns beim nächsten Mal.